Wisst ihr eigentlich, wo euer Organspendeausweis ist? Ich musste echt lange suchen, aber hier ist er. Und er kommt auch sofort in mein Portemonnaie. Denn dieser kleine Zettel kann das Leben von sehr vielen Menschen retten. Vergangenes Jahr warteten in Deutschland 9.100 kranke Personen auf eine Organtransplantation. In der Schweiz waren es 1.457. Allerdings gab es nur 913 Spender oder beziehungsweise 146. Und schaut man, wie viele Menschen bereit sind, nach ihrem Tod ihre Organe zu spenden, dann sind dies 6,9 oder 12,9 Personen pro 1 Million Einwohner. Die Zahl von benötigten Organen, die einem todkranken Menschen ein neues Leben ermöglichen könnten, und die Anzahl an Organen, die gespendet wird, die matchen einfach nicht. Also was könnte man hier tun? Wie wäre es, wenn man die Organe nicht aus einem Spender herausnehmen müsste, sondern wenn man sie selbst im Labor herstellen könnte? Genau in der Größe und genau in der Form, die man für den Patienten braucht. Und noch wichtiger, genau zu dem Zeitpunkt, an dem das Organ auch benötigt wird. Wie wäre es, wenn wir einfach Organe selbst drucken könnten? Bioprinting, das klingt ziemlich nach Utopie. Organe aus dem Drucker. Aber ganz so weit weg ist es dann doch nicht. Es gibt heute schon einige Menschen, die mit 3D-gedruckten Implantaten leben. Zum Beispiel mit einem Luftröhrenimplantat. Die Luftröhre ist das Verbindungsstück zwischen unserem Rachenraum und unserer Lunge. Wenn wir atmen, fließt frische Luft durch die Luftröhre hindurch in die Lunge. Und beim Ausatmen verlässt die verbrauchte Luft auch so wieder unseren Körper. Die Luftröhre muss recht stabil sein, um der ständig ein- und ausströmenden Luft standzuhalten. Deswegen wird sie von Knorpelringen stabilisiert, die sich von außen um die Luftröhre legen. Man kann sie sogar selbst fühlen, wenn man sich die Finger vorne auf den Hals legt, ein bisschen drückt und dann die Finger von oben nach unten bewegt. Die Hubbel, das sind die Knorpelringe der Luftröhre. Sie halten sie offen und bewahren uns vor dem Ersticken. Aber was ist, wenn es diese Knorpelringe nicht geben würde? Genau das ist der Fall bei einer sehr seltenen angeborenen Krankheit namens Tracheobronchomalacia oder kurz TBM. Die Knorpelringe um die Luftröhre der neugeborenen Babys mit TBM sind sehr schwach und teilweise gar nicht ausgebildet. Bei jedem Atemzug der Babys kollabiert ihre Luftröhre und die Kinder drohen zu ersticken. Mit jedem einzelnen Atemzug. Die Sterberate bei TBM liegt bei 80% und die Kinder, die überleben, müssen meistens monatelang künstlich beatmet werden. Die gute Sache allerdings ist, dass sich während der ersten 2 Lebensjahre die Knorpelringe um die Luftröhre bei diesen Kindern weiter ausbilden, sodass sie am Ende stark genug sind, um die Luftröhre zu stabilisieren und die Kinder mit TBM wieder normal atmen können. Aber auch nur, wenn sie so lange überleben. Und um genau diese Zeit zu überbrücken und ihnen ein mehr oder weniger normales Leben zu ermöglichen, haben Ärzte in den USA den Kindern mit TBM 3D-gedruckte Röhren in die Luftröhre eingesetzt. Die heißen Splints. Die funktionieren genauso wie der Knorpel. Sie stabilisieren die Luftröhre und die Kinder können wieder normal atmen. Innerhalb von 2 Jahren baut sich das 3D-gedruckte Material wieder ab und der sich aufbauende Knorpel kann wieder seine normale, ursprüngliche Funktion übernehmen und die Luftröhre stabilisieren. Zwischen 2012 und 2018 bekamen 15 Kinder Luftröhrensplints eingesetzt. Leider verstarben 2 der Kinder trotz OP, aber 11 der Kinder konnten das Krankenhaus verlassen und leben mit ihren Familien jetzt zu Hause.
So konnte also ein einfaches 3D-gedrucktes Luftröhrenimplantat das Leben dieser Kinder und auch ihrer Familien retten. So revolutionär und lebensrettend dieses Transplantat auch ist, es ist extrem simpel. Eigentlich nur ein Plastikrohr. Aber seitdem hat die Wissenschaft schon extreme Fortschritte gemacht und kann viel modernere und viel bessere Luftröhrentransplantate heute herstellen. Aber ein solches modernes Transplantat ist noch nicht zugelassen zur Anwendung im Menschen. Aber trotzdem, aus purer Neugier, wie sähe so ein State-of-the-Art Luftröhrentransplantat aus und wie stellt man es her? Dafür braucht man 3 Schritte. Schritt 1, den 3D-Druck des Gerüsts. Zweitens, die Zellen, die man in das Gerüst einsetzt. Und drittens, das Entwickeln der Zellen zu einem guten Organ. So, und jetzt stellen wir unser eigenes Luftröhrentransplantat her. Und dafür brauche ich natürlich etwas professionelle Hilfe. Also mache ich mich auf den Weg, um jemanden zu treffen, der Experte ist darin, wie man Knorpel in einem 3D-Drucker herstellen kann. Philipp Fisch ist Doktorand im Labor für Tissue Engineering and Biofabrication an der ETH Zürich und ist bereit, mir einen Crashkurs in Sachen Bioprinting zu geben. Im Labor steht selbstverständlich auch ein mehr oder weniger selbstgebauter und definitiv selbstoptimierter Bioprinter, den die Forscher nutzen, um die Implantate herzustellen. Die Tinte hierfür heißt BioInk. Diese Bio-Tinte stellt das 3D-Konstrukt her, in dem die Zellen später leben und hat deswegen ganz besondere physikalische Eigenschaften. Sie muss einerseits stabil genug sein, damit das gedruckte Konstrukt nicht in sich zusammenfällt, aber auch flüssig genug, damit die Tinte überhaupt aus dem Druckkopf fließen kann. Und letztendlich, natürlich muss die Tinte auch genau die richtige biologische Zusammensetzung haben, damit die Zellen sich dort wohlfühlen und auch später wachsen können. Ich denke generell, es gibt mittlerweile unglaublich viele Bioprinter auf dem Markt, sprich modifizierte 3D-Drucker, mit denen man die Sachen drucken kann. Und die Herausforderung ist jetzt eben wirklich, die Materialien herzustellen, in denen sich die Zellen wohlfühlen, in denen sie das Gewebe regenerieren. Zum Glück hat Philipp genau die richtige Biotinte bereit und endlich kann ich den Bioprinter in Aktion sehen. Wie ein ganz normaler Drucker bekommt der Bioprinter auch seine Informationen von einem PC, wo er die Tinte absetzen soll, und zwar auch in 3D. Das heißt, der Bioprinter trägt Schicht und Schicht Biotinte übereinander auf und druckt so das Implantat von unten nach oben. Aber er druckt so unglaublich langsam. Es braucht etwa eine halbe Stunde, um knapp 1 cm Luftröhre zu drucken. Was natürlich viel zu kurz ist, um die gesamte Luftröhre des Kindes zu stabilisieren. Und ein weiteres Problem mit dem Transplantat oder dem Gerüst, das Philipp für uns gedruckt hat, ist, dass es momentan auch noch gar keine Zellen enthält und deswegen einfach nicht stabil genug ist. Die Stabilität in unserem Transplantat bekommen wir dadurch letztendlich, dass hier in die Biotinte Zellen eingesetzt werden, die sich dann über die Zeit hinweg zu einem Gewebe entwickeln. Das heißt, die Biotinte an sich, die wir für den 3D-Druck verwendet haben, ist nur ein Trägermedium. Aber wie jetzt Biotinte, Zellen und dann das Gewebe zusammenhängen, das sehen wir in einem Experiment. In dem Experiment durchlaufen wir die einzelnen Schritte, die es braucht, um ein Luftröhrentransplantat herzustellen. Aber natürlich kein echtes Transplantat. Deswegen benutzen wir Ton, Erde und Kressesamen. Zunächst mische ich die Biotinte aus Ton und Erde. Die Biotinte gibt dem Transplantat seine anfängliche Form und Stabilität. Das macht in diesem Fall hier der Ton. Außerdem bietet Biotinte genau die richtige Umgebung für die Zellen zum Wachsen. Und das macht hier die Erde. Und dann werden noch die Zellen zur Biotinte dazugemischt. In diesem Fall sind das die Kressesamen. Alles gut miteinander vermischen und dann kommt der 3D-Druck in die Form, in dem man das Gewebe am Ende für das Transplantat auch haben möchte. Natürlich habe ich keinen 3D-Drucker zu Hause und deswegen forme ich die Biotinte per Hand in die richtige Form für die Luftröhre. Für ein richtiges medizinisches Transplantat
würde man basierend auf verschiedenen Computerscans ein richtiges 3D-Modell passend für den einzelnen Patienten anfertigen. Und jetzt müssen noch die Kreissamen bzw. die Zellen im Transplantat reifen und ein richtiges Knorpelgewebe bilden. Aber woher würden die Zellen in einem realen medizinischen Transplantat kommen? Generell kann ich dazu sagen, wir würden eben die Zellen von dieser Person nehmen, wodurch man schon mal verhindern kann, dass die Zellen abgestoßen werden, weil sie eben von der gleichen Person sind. Und die Zellen produzieren dann die extrazelluläre Matrix. Die extrazelluläre Matrix ist quasi wirklich genau das Gewebe, das wir später haben wollen. Quasi ein ganzes Gewebe um die Zellen herum ist ja immer diese extrazelluläre Matrix. Und gerade beim Knorpel ist die extrem wichtig, weil der Knorpel hat ja eigentlich nur die Funktion, Kräfte zu widerstehen. Die extrazelluläre Matrix ist also das, was zwischen den Zellen ist. Dies sind fadenartige Strukturen, die sich miteinander verknüpfen und verweben und so die Zellen untereinander stabilisieren oder in anderen Worten ein festes Gewebe bilden. Und genau diese fadenartigen Strukturen werden sogar von den Zellen selbst hergestellt. Das heißt, Gewebebildung ist wirklich eine intrinsische Eigenschaft von Zellen. Und genau das passiert auch in unserem Kresse-Experiment. Über mehrere Tage hinweg keimen die Samen und bilden ein Kresse-Gewebe. Das heißt, unser Kresse-Transplantat hat prinzipiell seine eigene extrazelluläre Matrix aufgebaut, indem es Wurzeln gebildet hat und Kresse-Stängel. Aber bei menschlichem Gewebe ist das immer unterschiedlich. Jedes Gewebe hat seine eigene extrazelluläre Matrix. Das heißt zum Beispiel bei Haut haben wir eine extrazelluläre Matrix mit sehr vielen Kollagen und sehr vielen Hyaluronen. Das sind beides Stoffe. Falls ihr mal eine Werbung für ein Anti-Aging-Produkt geschaut haben, diese Stoffe sind in diesen Anti-Aging-Cremes. Achtet mal darauf, wenn ihr das nächste Mal so etwas seht. Aber unterschiedlich zur Haut hat Knorpel natürlich auch Hyaluron und Kollagen, aber auch noch viele andere strukturbildende Stoffe, die dazu beitragen, dass Knorpel um einiges stärker und härter und stressresistenter ist als Haut. Wie wir es schon im Kresse-Zeitraffer gesehen haben, braucht es einige Zeit, bis sich die extrazelluläre Matrix aufbaut und wir ein festes Gewebe haben. In der Zeit werden die Transplantate in einem Inkubator, einem sogenannten Brutschrank, aufgehoben, in dem alle Konditionen so gut sind, dass die Zellen fast denken, sie sind in einem echten Körper. Das heißt, es ist warm, sie kriegen gute Nährstoffe und deswegen haben sie die optimalen Konditionen, um auch ein Gewebe und die richtige extrazelluläre Matrix aufzubauen. Und danach, nach dieser Reifung, ist das Transplantat endlich bereit, um eingepflanzt zu werden. Bioprinting klingt extrem zukunftsweisend und auch sehr vielversprechend. Also wie cool wäre es, wenn wir in Zukunft nicht nur einzelne Gewebe drucken könnten, sondern gesamte Organe, also gesamte Herzen, Nieren, Lebern, Lungen. Aber das scheint leider immer noch Science Fiction zu sein. Generell ist es sich eher so, dass gerade Tissue Engineering und Bioprinting und solche Sachen und dann eher Richtung Gewebe gehen und noch nicht Richtung volle Organe. Wobei volle Organe auch noch fragwürdig sein wird. Bei Organen ist es einfach extrem komplex. Die haben ihre Funktion, die brauchen die Blutversorgung. Oft kommen noch andere kleine Faktoren dazu. Dadurch wird das Ganze um einiges komplizierter. Ganze 3D-gedruckte Organtransplantate sind also noch nicht möglich. Allerdings. Im weiteren Gespräch hat Philipp mir doch erklärt, dass die Medizin trotzdem extrem großes Interesse an Bioprinting hat. Nämlich, um Medikamente zu testen. Zum Beispiel könnte man ein menschliches Herzgewebe bioprinten, herstellen und dann sehen, wie ein neues Medikament dieses Gewebe beeinflusst. Zum Beispiel ein Beta-Blocker. Das wäre um einiges natürlicher als ein Tierversuch und auch viel sicherer als eine menschliche klinische Studie. Aber natürlich auch kein Ersatz für beide Versuchsarten. Jedenfalls momentan noch nicht. Aber vielleicht in der Zukunft könnte uns Bioprinting helfen, Medikamente sicherer und natürlicher und ethisch korrekter zu testen, als wir es heute können. Während meiner Recherche fand ich es extrem faszinierend zu sehen, wie viel Potenzial Bioprinting hat, wirklich unsere Zukunft nachhaltig und positiv zu verändern. Weil das muss man sich mal vorstellen.
Erst in den 80er Jahren wurde der 3D-Druck entwickelt und heute, 40 Jahre später, schaffen wir es bereits, Kindern mit 3D-gedruckten Luftröhrentransplantaten das Leben zu retten. Also, wo werden wir in 40 Jahren sein? Die ESA, also die European Space Agency, hatte ihre so ganz eigenen Ideen. Sie hat vor ein paar Jahren ein Projekt gestartet, bei dem sie herausfinden möchte, welchen Nutzen Bioprinting für lange Weltraummissionen und speziell der Kolonialisierung des Mars haben könnte. Also vielleicht ist es langsam an der Zeit, nach den Sternen zu greifen. Hallo, schön, dass ihr da wart und vielen Dank fürs Schauen. Natürlich freue ich mich mal wieder über Kommentare, Feedback und Anregungen. Aber jetzt nochmal ein best seriöses und ein Appell in eigener Sache. Bioprinting ist definitiv eine Technologie der Zukunft und extrem faszinierend. Aber wir sind einfach noch nicht da. Das heißt, wenn ihr euch noch nicht mit Organspende auseinandergesetzt habt, dann bitte ich euch, euch zu informieren. Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz ist es recht einfach, sich zu informieren. Und die Links zu den Infos haben wir auch unten in der Description. Deswegen schaut es euch an, geht in euch und trefft eure Entscheidung, denn jede Entscheidung zählt. Also vielen Dank.